Wunderbar, so ein paar Picasso und Findus wohnen tief im Wald in einem kleinen Haus. Und im Stall überall gar kein frecher Hühner kommt und teilt die Abenteuer mit den zwei. Denn sie sind stets wohlgelaunt, kommt mit und staunt. Unerwünschte Gäste. Neben dem roten Holzhaus, in dem Pettersson und Findus wohnen, steht ein großer Schuppen. In dessen einer Hälfte befindet sich die Werkstatt des Alten, in der anderen der Hühnerstall. Dort wohnen Petterssons 10 weiße Hennen, nämlich Prillan, das Oberhuhn, und ihre 9 Kolleginnen. Wenn gutes Wetter ist und wenn sie nicht gerade einen Kaffeeklatsch halten, was sie gern und oft tun, dann spazieren sie im Garten herum und suchen nach Regenwürmern. So ist es auch jetzt. Und wenn es nach Prillan ginge, dann könnte das den lieben langen Tag so weitergehen. Doch da hört sie etwas und schaut zum Himmel hinauf. Was ist das? Da fliegen doch tatsächlich 3 große, fremde Vögel über Petterssons Haus. Wo wollen die hin? Aufgeregt hüpfen, flattern und rennen die 10 weißen Hennen durch den Garten bis zum Waldrand. Von dort können sie Petterssons großes Kartoffelbeet sehen. Auf dem landen die 3 Fremden jetzt. Die dürfen nicht herkommen! Oh nein, oh nein! Das ist doch wirklich die Höhe! Wenn hier irgendwelche fremden Vögel landen, ohne das vorher mit Prillan abzusprechen, dann ist die natürlich empört. Daher stürmt sie jetzt mit den übrigen Hennen zum Haus und dort in die Küche, wo Petterson und Findus am Tisch sitzen und in der Zeitung lesen. Petterson, das sind neue gekommen. Richtig große, komische. Sie sind hier, da draußen, meine ich. Und vornehm sehen sie aus. Von wem um Himmels Willen redest du? Von Hühnern natürlich, da draußen! Natürlich wollen Petterson und Findus wissen, was für eigenartige Vögel Prillan da draußen gesehen hat. Und so gehen sie gemeinsam mit der Hühnerschar bis zum Waldrand. Von dort sehen sie die 3 großen Vögel, die damit beschäftigt sind, Kartoffeln aus dem Boden zu picken und zu verschlingen. Das sind aber komische Hühner. Die sind überhaupt nicht hühnerisch. Das sind keine Hühner. Was sind es dann? Strauße? Hab's doch gesagt. Die sind nicht hühnerisch. Ich muss sagen, solche Vögel habe ich noch nie gesehen. Und was machen die hier bei uns? Unsere Saatkartoffeln verputzen, wie mir scheint. Da gibt es nur eins. Die Vögel müssen verscheucht werden. Also laufen Petterson, Findus und die 10 Hennen laut lärmend zum Kartoffelbeet. Nein, los, raus da! Hört auf damit! Aufhören, haben wir gesagt. Ihr seid so ein Haufen Spatzenhirne. Die 3 Kartoffeldiebe lassen sich nicht beeindrucken. Sie fressen seelenruhig weiter. Wenn die so weitermachen, haben wir im Sommer keine Kartoffeln. Oh, hätten die nicht ins Karottenfeld gehen können? Dann müssten wir diesen Sommer keine Karotten essen. Petterson versucht es noch einmal. Ab mit euch, na los! Er fängt gerade an, herumzuhüpfen und mit den Armen zu fuchteln, als der Nachbar Gustavsson erscheint. Hey, Petterson! Was hampelst du so rum? Gustavsson, verjagt nur ein paar Vögel. Sie fressen mir meine Kartoffeln. Ha, scheint aber nicht zu funktionieren, oder? Nein, nicht so ganz. Dann hast du ja Glück, dass ich vorbeigekommen bin. Von so einem Pack darf man sich nichts gefallen lassen. Da muss man durchgreifen und die Samthandschuhe ausziehen. Oh, ich glaube, wir schaffen das auch mit Samthandschuhen. Du meinst, damit sie als nächstes auf meinen Acker fliegen, wenn sie dein Kartoffelbeet leergeräumt haben? Da hole ich lieber meine Kanone. Kanone? Aber... Besorgt ja schon mal Ohrstöpsel, Petterson! Gustavsson stiefelt davon und Findus schaut den Alten ängstlich an. Was? Er will sie erschießen? Mit einer Kanone? Nein, das wollen wir nicht hoffen. Was ist, wenn er uns trifft? Wir wollen nicht, dass uns Kanonen treffen. Kanone? Echte? Nein, hier wird nicht mit Kanonen rumgeschossen.
Das hier ist sein Kartoffelbeet und darum will Pettersson die Vögel auch selbst verjagen, auf seine Weise. Er weiß nur noch nicht, wie. Darum geht er jetzt zurück und verschwindet in seiner Werkstatt. Findus begleitet ihn. Er ist gespannt, was der Alte jetzt austüftelt. Kurz darauf erscheint eine junge Frau am Waldrand. Sie trägt einen Rucksack und schaut durch ein Fernglas zu den drei Vögeln auf Petterssons Kartoffelbeet. Aber das kann doch nicht sein! Nein! Aufgeregt holt sie ein Buch aus ihrem Rucksack, schlägt es auf und vergleicht die Vögel auf dem Kartoffelbeet mit einem Bild in dem Buch. Ja! Mal sehen! Federbüschel und Schwingen silbergrau, dunkelgrauer Hals, kurze Schnabel, ja! Oh, du meine Güte, Jungfernkraniche! Ach, also das ist absolut, absolut! Sie nimmt einen Fotoapparat zur Hand und pirscht sich an die Kraniche heran. Als Prillan das sieht, rennt sie, gefolgt von den übrigen Hennen, auf das Beet und stellt sich vor die großen Vögel. Wir wollen auch fotografiert werden! Husch, weg mit euch! Aber die Hühner bleiben und die Frau kann die Kraniche einfach nicht fotografieren. Na? Was denn? Sind wir dir nicht schön genug? Husch, Pettersson! Prillan ist zutiefst gekränkt, dass man sie nicht fotografieren will. Sie wird sich jetzt sofort bei Pettersson beschweren. Gemeinsam mit den übrigen Hennen läuft sie los und kurz darauf flattert die ganze Schar aufgeregt in die Werkstatt des Alten. Ah, wir wollen gefälligst auch fotografiert werden, Pettersson. Los, sag ihr das! Wem sagen? Pettersson klemmt sich seine neueste Erfindung unter den Arm. Eine Vögelverscheuch-Erfindung. Dann folgt er der aufgeregten Hühnerschar zu dem Kartoffelbeet. Dort ist die junge Frau immer noch angestrengt bemüht, die Kraniche zu fotografieren. Bitte bleib stehen. Oh ja, so. Oh nein, nicht. Dreh dich um, hübsches Vögelchen. Oh, seid ihr schön. Bitte bleibt da, ihr prachtvollen Geschöpfe. Oh. Als Pettersson, Findus und die 10 Hennen jetzt hier auftauchen, fühlt sich die Frau sehr gestört. Haltet den Schnabel! Das glaube ich einfach nicht. Erschreckt sie doch nicht. Geht weg. Oh, bitte lasst mich ein gutes Bild machen. Tja, wissen Sie, eigentlich wohne ich hier. Tatsächlich? Oh, wunderbar. Wo ist Ihr Telefon? Was wollen Sie damit? Na, der Nationalverband der Vogelkundler muss umgehend benachrichtigt werden. Die müssen alle gleich hierher kommen und sich diese prächtigen Vögel ansehen. Hierher? Natürlich. Das sind nämlich Jungfernkraniche, wissen Sie? Das mag schon sein. Aber zufällig ist es mein Kartoffelbeet. Und ich will nicht, dass irgendjemand hierher kommt und darin rumtrampelt. Die sind sehr selten. Und deshalb müssen alle Vogelbeobachter des Landes Zugang haben. Tja, wenn das so ist, dann haben wir kein Telefon. Tut mir leid. Jetzt beeilen wir uns, lieber Findus, bevor das Kartoffelbeet mit Vogelkundlern und Kanonen und mit weiß Gott was noch allem überfüllt ist. Neben dem Kartoffelbeet stellt Pettersson einen kleinen Tisch auf und auf dem platziert er jetzt ein Vergrößerungsglas, ein Glasprisma und ein Teleskop. Alles zusammen ist seine neue Erfindung. Die hellen weißen Strahlen von der Sonne werden von diesem Vergrößerungsglas eingefangen. Und dieses Prisma zerlegt das weiße Licht in seine Grundfarben. Rot, gelb, grün und... Ja, das können wir sehen. Komm endlich zur Sache. Dann leite ich das farbige Licht durch das Teleskop. Ach komm, Pettersson. Aber was soll das denn bringen? Ah, wenn ich die Verschlusskappe abnehme, kommt vorne ein sehr starker Lichtstrahl. Raus. Oh, dann zeigst du es ihnen aber, stimmt's, Pettersson? Jetzt richten wir das Licht auf die Kraniche. Das wird sie verscheuchen. Als der farbige Lichtstrahl auf die Kraniche fällt, werden die Vögel tatsächlich unruhig. Und es sieht so aus, als wollten sie wegfliegen. Doch dann beruhigen sie sich wieder.
Denn jetzt ziehen dicke Wolken auf. Und ohne Sonnenschein funktioniert Pettersons Erfindung natürlich nicht. Das war's. Na, was soll denn das werden? Wollen Sie die Vögel etwa verscheuchen? Ja, das hatte ich vor. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Vogelkundler gerade auf dem Weg hierher sind? Ja, deshalb versuche ich ja, sie zu verscheuchen. Aber es funktioniert nicht. Dann hatten wir ja noch mal Glück. Oh. Ich meine, was hätte ich Ihnen zeigen können, Hühner? Aus dem Weg, Pettersson! Gustavsson ist wieder da und setzt ein merkwürdiges Gerät neben dem Kartoffelbeet ab. Jetzt kommen die schweren Geschütze. Das schwere Geschütz ist keine richtige Kanone. Es sieht eher aus wie eine riesige Kaffeekanne aus Eisen. Ist das deine Kanone? Hoho, wart's nur ab. Die ist ganz schön laut, sag ich dir. Nein, das verbiete ich. Ich auch. Ich will nicht, dass auf meinem Land mit Kanonen rumgeballert wird. Ach, wirklich? Und ich will nicht, dass lästiges Geflügel mir meine Ernte kaputt macht. Geht mir ja aus dem Weg. Und macht euch auf was gefasst. Nicht! Also. Gustavsson legt einen Hebel um. Eins, zwei und drei. Gleich schießt er! Vorsicht, Mädels! Und vier und fünf. Oh. Der große Knall bleibt aus. Gustavsson hebt seine Kanone hoch und schaut sie sich aus nächster Nähe genau und prüfend an. Warum funktioniert die nicht? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Durch den lauten Knall ist Gustavsson wie gelähmt. Stocksteif steht er da und die Kanone fällt zu Boden. Alle haben sich fürchterlich erschreckt, nur die Kraniche nicht. Sie scheinen sich vor gar nichts zu fürchten. Jetzt kommt wieder Bewegung in den armen Gustavsson. Immer noch benommen vom Knall seiner Kanone, torkelt er wie ein Betrunkener auf die Kraniche zu. Er hat die Arme weit ausgebreitet und bewegt sich merkwürdig steif. Schau, Pettersson! Ja. Die Kraniche fürchten sich und wollen davonfliegen. Doch da beruhigen sie sich schon wieder. Denn Gustavsson kehrt um, torkelt ein Stück den Weg entlang, dann stolpert er und fällt hin. Findus, das hat mich auf eine Idee gebracht. Während Gustavsson nach Hause wankt, verschwindet Pettersson heute schon zum zweiten Mal in seinem Werkstattschuppen. Findus und die Hühnerschar warten draußen, während der Alte drinnen hämmert, sägt und schraubt. Das dauert eine ganze Weile. Und schließlich wird Findus ungeduldig. Bist du immer noch nicht fertig, Pettersson? Doch, bin ich. Die Werkstatttür geht auf und dann bekommen die Wartenden einen Riesenschreck. Na, was meinst du? Pettersson hat einen hölzernen Hampelmann gebaut. Er sieht fast so aus wie Gustavsson und er ist auch genauso groß wie der. Schön. Genauso hässlich wie der echte Gustavsson. Ja. Ja. Aber irgendetwas fehlt noch. Warte. Er ist ziemlich gut getroffen. Findus flitzt in die Werkstatt und kommt gleich darauf schon wieder heraus. Er hat Pettersons alte Kappe dabei. Genau so eine trägt auch Gustavsson. Die setzt du sowieso nie auf. Der Alte setzt dem Hampelmann die Kappe auf den Kopf. Haha, jetzt ist er perfekt. Kurz darauf treffen Pettersson, Findus und die Hühnerschar beim Kartoffelbeet ein, wo die junge Frau immer noch die Kraniche bewundert. Der schon wieder? Was hat er denn jetzt vor? Was Pettersson jetzt vorhat, ist eigentlich ganz leicht zu verstehen. Am Rande des Kartoffelbeetes also stellt er den hölzernen Gustavsson auf, zieht an einer Leine und schon kommt Leben in den Hampelmann. Die Kraniche fürchten sich, weil sie glauben, dass der torkelnde Gustavsson zurückgekommen ist und fliegen davon. Nein, bleib da, meine hübschen Vögel! Hurra! Jetzt sehen Sie, was
was Sie gemacht haben. Sie. Grobian! Wollen Sie vielleicht telefonieren? Oh. Wütend stapft die junge Frau davon. Pettersson schaut ihr zufrieden hinterher und als sie im Wald verschwunden ist, geht er auf sein Kartoffelbeet. Tja, das hätten wir. Sie hatten richtig Angst. Jetzt können wir das Kartoffelbeet wieder in Ordnung bringen. Lässt du Gustavsson da stehen? Ach, kann nicht schaden, wenn er eine Weile da bleibt. Während der hölzerne Gustavsson beim Kartoffelbeet bleibt, um dafür zu sorgen, dass keine neuen Kartoffeldiebe hier landen, gehen Pettersson, Findus und die 10 Hennen zurück zum Haus. Die Hühner bleiben draußen, wo sie nun endlich wieder in aller Ruhe nach Würmern suchen können. Der Alte und sein Kater setzen sich in der Küche an den Tisch, um ihren Erfolg zu feiern. Pettersson trinkt einen Kaffee und Findus knabbert einen Zuckerwürfel nach dem anderen. Das waren doch keine Spatzenhirne, die nicht hühnerischen Vögel. Wie kommst du darauf? Naja, sie hatten Angst vor Gustavsson. Das kannst du laut sagen. Aber uns haben sie gemocht. Aber wir haben sie nicht gemocht. Nee. Denn am liebsten mögen wir beide uns. Stimmt's, Pettersson? Das tun wir, Findus. Das tun wir. Groß und klein. Eigentlich ist Findus ein zufriedener, glücklicher kleiner Kater. Er hat es ja auch wirklich gut beim alten Pettersson. Und eigentlich ist Findus auch immer gut gelaunt und fröhlich. Eigentlich. Aber manchmal ist er auch irgendwie unzufrieden. Wie jetzt zum Beispiel. Der alte Pettersson rührt nämlich einen Pfannkuchenteig an und hat ganz vergessen, dass Findus dabei mithelfen möchte. Pettersson! Ich hab gesagt, ich will auch Pfannkuchen machen. Oh, von mir aus, Findus, wenn du das kannst. Klar kann ich das. Eigentlich ist es für Findus ja überhaupt kein Problem, mit einem einzigen Satz auf den Tisch zu springen. Jetzt aber klappt das irgendwie nicht. Warte. Pettersson hebt seinen Kater hoch, stellt ihn neben der Teigschüssel auf den Tisch und gibt ihm den Rührlöffel. Während Findus jetzt den Teig rührt, kommen ein paar Mucklers und schauen zu, wie er das macht. Irgendwie ist der Löffel für den kleinen Kater wohl zu groß und der Teig zu zäh. Denn bald schon gibt er das Rühren wieder auf. Große alte Männer haben viel mehr Spaß als kleine Kater. Ach ja? Natürlich. Die können alles machen, was sie wollen. Pettersson nimmt die Teigschüssel, geht zum Herd und beginnt, Pfannkuchen zu backen. Schau mir einfach zu. Ich zeig dir mal, was Spaß macht. Ja, großen Männern vielleicht. Du müsstest mal klein sein. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ich weiß was Lustiges, was sogar kleine Kater machen können. Es ist etwas, das sie sehr gern machen. Pettersson weiß genau, was sein kleiner Kater sehr gern macht. Pfannkuchen essen nämlich. Und das tun die beiden kurz darauf an einem Tisch draußen im Garten. Sie verdrücken einen Pfannkuchen nach dem anderen. Und jetzt sieht es ganz so aus, als sei Findus nicht mehr unzufrieden. Na, schaffst du noch einen? Aber klar. Der Alte legt ihm einen Pfannkuchen auf den Teller und Findus will ihn essen. Doch da merkt er, dass er eigentlich satt ist. Und schon kommt die Unzufriedenheit zurück. Ach, ich kann nicht mal Pfannkuchen essen. Du hast doch schon 7 verdrückt. Aber ich wollte 18 essen. Und jetzt? Ja, verstehe. Ach ja? Ich versteh's nicht. Wie sollen in meinen kleinen Bauch 18 Pfannkuchen reinpassen? Ja, stimmt. Das könnte schwierig werden. Ja, genau. Für mich ist das schwierig. Aber für dich ist das leicht mit deinem großen Bauch. Du kannst bestimmt Kazillionen Pfannkuchen essen. Das ist doch gemein. Wenn du mich fragst, schon. Jetzt ist Findus wieder so richtig schön unzufrieden.
So bleibt das den ganzen Tag. Und am Abend, als er und Pettersson ins Schlafzimmer gehen, ist es immer noch so. Da schaut er lang und nachdenklich auf sein kleines Bett. Das steht am Fußende von Petterssons Bett. Es sieht sehr schön aus und es hat eigentlich genau die richtige Größe für einen kleinen Kater. Eigentlich. Ich will auch ein großes Bett haben. Aber dein Bett ist für dich doch genauso groß. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Denn ich bin groß und du bist klein. Findus legt sich ins Bett. Er ist immer noch sehr unzufrieden. Wenn man groß ist, kriegt man immer das Beste. Das ist gemein. Ich glaube, wir schlafen jetzt, lieber Findus. Weißt du, Gustavsson und Elsa kommen morgen vorbei. Wieso? Scheint, ich habe wieder Geburtstag. Wirklich? Ich weiß eigentlich nicht, was es da zu feiern gibt, aber sie wollen das. Also müssen wir einen Kuchen backen. Jetzt schlaf schon. Und wie alt wirst du morgen? Ein Jahr älter als im letzten Jahr. Dann wirst du bestimmt noch größer. Ja, ja, bestimmt. Noch größer. Pettersson schläft ein. Findus aber kann nicht einschlafen. Er liegt da und schaut durch das Fenster zum funkelnden Sternenhimmel hinauf. Ich will aber auch groß sein. Da sieht er einen hellen Lichtschein. Pettersson, schau, eine Sternschnuppe. Ich kann mir was wünschen. Ich wünsch mir, dass... Findus schläft ein, noch während er sich etwas wünscht. Als er wieder erwacht und die Augen öffnet, sieht er, dass es regnet. Es regnet so sehr, dass er gar nicht aufstehen mag. Er räkelt sich und da bricht sein Bett auseinander. Es ist nämlich viel zu klein für ihn. Findus steht auf und merkt, dass er jetzt sehr groß ist. Bestimmt so groß wie Pettersson. Ja, es hat geklappt. Pettersson! Das Bett des Alten ist leer. Er ist wohl schon aufgestanden. Findus möchte sich am liebsten einmal hineinlegen, denn schließlich hat er jetzt genau die richtige Größe dafür. Aber dann setzt er sich nur auf die Bettkante. Im Bett bewegt sich etwas. Findus schlägt die Decke zurück. Pettersson! Tatsächlich. Da ist der Alte. Er ist jetzt so klein, wie Findus vorher war. Er bekommt einen Schreck, als er den riesigen Kater sieht und will sich unter dem Kopfkissen verstecken. Keine Angst, Pettersson. Ich bin's doch nur. Du meine Güte, wie groß du bist. Ja, bin ich, stimmt's? Was ist passiert? Naja, ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, ich bin einfach gewachsen. Und du bist klein geworden. Du liebe Zeit. Aber was machen wir jetzt? Gustavsson und Elsa kommen heute zu Besuch. Ach, zerbrich dir nicht deinen kleinen Kopf, Pettersson. Backen wir einfach einen Kuchen. Der große Findus kümmert sich schon um alles. Behutsam und liebevoll nimmt der große Findus den kleinen Pettersson auf den Arm. Ganz so, wie es der Alte sonst immer mit ihm gemacht hat. Er trägt ihn in die Küche und stellt ihn dort vorsichtig auf den Tisch ab. Findus will nun einen Kuchen backen. Das kann er natürlich noch nicht. Und darum wirft er die Eier samt der Schale in die Schüssel mit dem Teig. Nein, nicht mit der Schale. Oh. Findus holt die Eierschalen wieder aus der Schüssel heraus und dabei bekleckert er alles, auch den kleinen Pettersson mit klebrigem Teig. Dann füllt er den Teig in eine Kuchenform. Als er die zum Backofen tragen will, fällt sie ihm auf den Boden. Nein! Er bückt sich, um sie wieder aufzuheben, rutscht auf dem teigverschmierten Fußboden aus und plumpst auf sein Hinterteil. Kannst du den Kuchen nicht machen? Nein, wie denn? Ich bin zu klein.
Gustavsson wird sich totlachen. Ein verrückter alter Mann mit einem Kater, der 10-mal so groß ist wie er. Nein, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Wir haben noch eine Stunde, bevor Sie kommen. Wir müssen nur eins nach dem anderen machen. In diesem Moment geht die Tür auf und Pettersons 10 weiße Hennen kommen hereingeflattert. Prillan, das Oberhuhn, stürmt allen voran. Wir protestieren! Hast du gehört, Petterson? Wir bleiben keine Minute länger da drin! Genau! Jetzt erst bemerkt Prillan, dass Findus sehr groß geworden ist. Und dann entdeckt sie den kleinen Petterson. Der sitzt auf der Tischkante und schaut zu ihr herunter. Du siehst komisch aus! Wie ich gesagt habe, wir ziehen hier ein, bis du das Dach repariert hast. Welches Dach? Das vom Hühnerstall natürlich. Da regnet's nämlich rein. Na schön. Findus, zuerst musst du den Kuchen machen und dann das Dach. Was? Muss ich jetzt etwa alles alleine machen? Die 10 Hennen suchen sich in der Küche die schönsten Plätze aus und machen es sich gemütlich. Findus wischt erst einmal den Fußboden auf, dann kümmert er sich wieder um den Kuchenteig. Das heißt, um den traurigen Rest. Denn den größten Teil hat er ja eben vom Boden aufwischen müssen. Aber er schiebt die Kuchenform jetzt trotzdem in den Backofen. So. Tja, es ist vielleicht nicht der schönste Biskuitkuchen der Welt, aber er wird schon schmecken. Und jetzt ruhe ich mich ein bisschen aus. Zuerst reparierst du das Dach. Was? Jetzt? Kurz darauf klettert der große Findus im strömenden Regen auf das Dach des Hühnerstalls. Der kleine Petterson schaut von unten zu und macht sich Sorgen. Oh, vorsichtig, Findus. Ich bin eine Katze. Auf dem Dach bin ich nur ganz oft rumgeklettert. Ich weiß, aber nicht seit du so groß bist. Findus ist durch das Dach gebrochen. Jetzt sitzt er im Hühnerstall und reibt sich das schmerzende Hinterteil. Ist dir was passiert, Findus? Zum Glück ist Findus nichts passiert. Schon einen Augenblick später steht er draußen vor dem Stall und betrachtet gemeinsam mit dem Alten das Dach. Jetzt hat es nicht nur ein paar kleine, schadhafte Stellen, sondern auch noch ein richtig großes Loch. Ach, was soll's, noch schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Doch da wird es schon schlimmer. Plötzlich quellen nämlich dicke schwarze Rauchwolken aus dem Haus und die Hennen kommen aufgeregt herangerannt. Feuer! Die Küche brennt, Feuer! Oh nein, der Biskuitkuchen! Sie laufen in die Küche, wo Findus einen ziemlich schwarzen Kuchen aus dem Backofen holt. Der leckerste Kuchen der Welt wird das bestimmt nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich fürchte, das wird überhaupt kein Kuchen. Das ist alles meine Schuld. Wieso ist das deine Schuld? Du kannst doch nichts dafür, dass du gewachsen bist und ich jetzt klein bin. Oder Findus? Oh, oh. Die werden jede Minute kommen. Das wird Gustavssons großer Tag. Er wird jedem erzählen, dass Petterson es diesmal total vermasselt hat. Ich hab's! Findus hat eine Idee. Petterson muss einfach sagen, dass er krank ist und keinen Besuch empfangen kann. Das kann er natürlich nicht selbst machen. Schließlich ist er jetzt ganz klein. Darum verkleidet Findus sich. Er zieht Jacke und Hose des Alten an. Die passen ihm jetzt wie angegossen. Und dann setzt er noch Petterssons großen braunen Hut auf. Kurz darauf erscheinen Gustavsson und seine Frau Elsa an der Haustür. Hallihallo! Jemand zu Hause? Der große Findus hält sich ein Taschentuch vor das Gesicht, damit man ihn nicht erkennt, und öffnet die Tür. Aber nur einen Spalt breit. Er sagt natürlich nichts. Das macht der kleine Petterson, der sich hinter seinem Kater versteckt hält.
Ja, hallo, Gustavsson. Alles Gute zum Geburtstag, Pettersson. Ich bin furchtbar verschnupft. Was sagst du? Ich habe eine schwindlige Erkältung überall. Wiedersehen. Hä? Überall, sagt er? Und den Fuß gerochen. Ich meinte, und den Fuß gebrochen. Das ist sehr ansteckend. Entschuldige, Pettersson, aber was redest du für einen Unsinn? Lass uns rein. Sofort. Das geht nicht. Tut mir leid, ich bin krank. Ihr müsst wann anders wiederkommen. Aber danke trotzdem. Auf Wiedersehen. Gustavsson und seine Frau gehen nach Hause. Sie haben nicht erfahren, dass es nur einen verkohlten Kuchen gibt und dass Pettersson seit heute klein und sein Kater groß ist. Nachdem dieses Problem gelöst ist, macht sich Findus wieder an die Arbeit und fegt die Küche aus. Der kleine Pettersson sitzt währenddessen sehr niedergeschlagen auf dem Tisch. Was für ein Geburtstag. Der Alte tut Findus leid. Wenn doch alles so wäre wie früher, dann könnten sie jetzt fröhlich Geburtstag feiern, mit einem leckeren Kuchen. Und mit einem Mal weiß Findus, was er machen muss, damit es wieder so wie früher wird. Wann kann man die Sterne wiedersehen? Am Abend natürlich. Wieso? Und gibt es auch Sterne, die man am Tag sehen kann? Was für eine Art Stern soll das sein? Naja, eine Sternschnuppe, damit man sich was wünschen kann. Was wünschen? Was meinst du damit, Findus? Es ist alles meine Schuld. Was? Dass ich groß bin und du klein. Das habe ich mir gestern gewünscht, als ich eine Sternschnuppe gesehen habe. Ach ja? Aber es ist schiefgegangen und ich habe deinen Geburtstag ruiniert. Ach, ich will gar nicht mehr groß sein. Weinend läuft der große Findus hinaus. Du liebe Zeit, der Kater ist doch wirklich die Höhe. Wenn's nach mir ging, würde ich den schneller rauswerfen, als er Kikeriki sagen kann. Ihr haltet euren Schnabel. Hier wird niemand rausgeworfen. Höchstens ihr vielleicht. Findus hat's nicht böse gemeint und jetzt will ich nichts mehr hören. Findus ist ins Schlafzimmer gelaufen. Dort sitzt er auf dem Bett des Alten und schaut zum Fenster hinaus. Er wartet, dass es dunkel wird und die Sterne zu sehen sind. Aber es will einfach nicht dunkel werden. Und so wartet und wartet er. Und langsam wird er müde. Kommt endlich, ihr Sterne! Ach, jetzt macht schon. Er streckt sich auf dem Bett aus und schon kurz darauf schläft er ein. Findus? Findus wird wach, schlägt die Augen auf und sieht den großen Pettersson. Guten Morgen. Der Alte hat wieder seine normale Größe. Und als Findus an sich herunterschaut, sieht er, dass auch er wieder normal groß ist. Und sein kleines Bett ist wieder ganz. Willst du den ganzen Tag im Bett bleiben? Findus springt auf und fällt dem Alten um den Hals. Er drückt ihn so fest er nur kann. Wir müssen einen Kuchen backen, weißt du noch? Für Gustavsson und Elsa. Hast du das vergessen? Alles Gute zum Geburtstag, du bester und allergrößter alter Mann auf der ganzen Welt. Oh, vielen herzlichen Dank. Jetzt ist wieder alles so, wie es immer war. Nun backt Pettersson den Kuchen selbst. Er gelingt ihm perfekt und verbrennt auch nicht. Ein paar Kerzen kommen obendrauf und so steht schließlich eine prachtvolle, leckere Geburtstagstorte auf dem Tisch, als Gustavsson und seine Frau Elsa am Nachmittag eintreffen. Da Pettersson kein bisschen erkältet ist, dürfen die Gäste natürlich auch hereinkommen. Alles, alles Gute! Alle setzen sich an den Tisch und dann soll die Torte angeschnitten werden. Vorher will der Alte natürlich die Kerzen ausblasen. Warte! Du musst dir erst was wünschen. Nein! Pettersson ahnt natürlich nicht, warum sein kleiner Kater nicht möchte, dass er sich etwas wünscht. Aber wenn Findus das so will? Und außerdem, wenn er es recht bedenkt, eigentlich ist er ja
wunschlos glücklich. Ich glaube, das lasse ich. Ich habe alles, was man sich nur wünschen kann. Solange du du bist und ich ich, brauchen wir doch nichts, oder? Na dann blas endlich, damit wir heute noch mal ein Stück Kuchen kriegen. Schatzsuche. Peterson und Findus sind auf den Dachboden hinaufgegangen. Dort oben sind alte Möbel und jede Menge Kisten, Kästen und Kartons untergebracht. In diesem herrlichen Durcheinander sucht der Alte allerhand Krimskrams zusammen, den er nicht mehr benötigt, und verstaut ihn in einem großen Pappkarton. Währenddessen hüpft Findus gemeinsam mit ein paar Mucklers auf einem alten Sofa herum. Der Sportverein hat für morgen einen Flohmarkt organisiert. Die verkaufen Flöhe? Nein, nein. Da werden alte Sachen verkauft. Und ich habe versprochen, dass ich auch alles spende, was ich nicht mehr brauche. Peterson öffnet einen Karton und entdeckt noch ein paar Dinge für den Flohmarkt. Mit diesem Schneebesen habe ich meinen ersten Pfannkuchenteig gemacht. Und der Teewärmer. Ich weiß noch, den habe ich immer als Hut benutzt. Oh, was haben wir denn da? Auf dem alten Sofa herumzuhüpfen ist zwar lustig für Findus, aber es ist nicht gut für das Sofa. Jetzt schnellt eine Sprungfeder aus dem Sitz heraus und schleudert den kleinen Kater in die Höhe. Er landet etwas unsanft zwischen ein paar Kisten. Die kippen um. Und dabei kommt eine Flasche zum Vorschein, in der ein kleines Segelschiff eingeschlossen ist. Alles in Ordnung, Kater? Schau, Peterson! Schau mal, was ich gefunden habe! Mein altes Buddelschiff. So nennt man so ein Schiff in Flaschen. Oh, sind die vom Sportverein etwa schon da? Findus schaut aus dem Fenster. Ich weiß nicht. Aber der Mann da draußen sieht sehr sportlich aus. Der Mann unten auf dem Hof hat eine Trillerpfeife im Mund, trägt einen Trainingsanzug und macht gymnastische Übungen. Die 10 weißen Hennen umringen ihn begeistert und himmeln ihn an. Es blüht und sprießt, es scheint die Sonne. Guten Morgen, Peterson. Und es ist ein schöner Tag für jeden, der es sportlich mag. Oh, kann der flattern, wundervoll. Ja, wie ein richtiger Gockel. Peterson kommt aus dem Haus. Er trägt den Karton mit all den Sachen für den Flohmarkt. Morgen, Hendrik. Hip, hip, hurra! Peterson ist da. Leg es in den Karren, will nicht lang verharren. Vielen, vielen Dank. Hendrik, der Sportler, ist mit dem Fahrrad hier. An dem hängt ein Anhänger, in dem sich schon allerhand Krempel für den Flohmarkt befindet. Peterson stellt seinen Karton oben drauf und dann radelt der sportliche Hendrik los. Und vergiss ja nicht, morgen zum Flohmarkt zu kommen. Oh, ich weiß nicht. Bin froh, dass ich meinen Plunder los bin. Der Plunder des einen ist für den anderen ein Schatz. Die Hühner laufen Hendrik hinterher. Und Prillan schafft es sogar, in den Anhänger zu hüpfen und mitzufahren. Wiedersehen, Wiedersehen. Findus kommt aus dem Haus gestürmt und rennt zu Peterson. Was hast du mit dem Buddelschiff gemacht, Peterson? Mit dem Buddelschiff? Oh, das habe ich wohl in die Kiste getan. Oh je! Yeah. Und schon macht Peterson sich an die Verfolgung des sportlichen Hendrik. Er rennt den Weg entlang, so schnell ihn seine alten Beine tragen. Findus folgt ihm. Hendrik ist mit seinem Fahrrad schon ein gutes Stück vorangekommen. Und eben fährt er an Gustafsson vorbei, der hier mit seinem Jagdhund unterwegs ist. Kann dir nicht aufpassen? Im nächsten Moment kommt Peterson vorbeigerannt. Aus dem Weg! Haben die jetzt alle den Verstand verloren? Als gleich darauf Findus an ihm vorbeiläuft, reißt sich Gustafssons Jagdhund los und hetzt dem Kater hinterher. Inzwischen radelt Hendrik einen steilen Hügel hinauf. Er kommt aber nicht weit, denn plötzlich springt die Fahrradkette ab und nun rollt er den Hügel wieder hin. Was? Oh, 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 ha, ha, ja!
Seine Verfolger sehen das, kehren um und rennen schnellstens zurück. Der Jagdhund, der alte Pettersson und Findus. Alle rennen wieder an Gustavsson vorbei. Der versteht erst überhaupt nicht, was hier vorgeht. Aber dann sieht er Hendrik heranrasen. Alter Schwede, langsam! Nein! Zu spät. Hendrik stößt mit Gustavsson zusammen. Beide landen im Staub. Der Anhänger kippt um, der Flohmarktkrempel fliegt durch die Luft und Brillan, die im Anhänger saß, bekommt einen Schock. Pettersson kommt als erster an die Unfallstelle. Hendrik, geht es dir gut? Ja, Fahrrad und Flohmarktberg und grünes Känguru. Was ist mit Gustavsson passiert? Er hat sich in Luft aufgelöst. Hab ich nicht. Ich bin hier drüben. Gustavsson kriecht unter dem umgekippten Fahrradanhänger hervor. Na sowas. Ein echtes Flohmarkt-Schnäppchen. Gebrauchter alter Mann, bisschen eingerostet, aber funktioniert noch. Ich geb dir 25 Cent. Sehr witzig, Pettersson. In diesem Augenblick entdeckt Findus das Buddelschiff. Oh nein. Die Flasche hat den Sturz nicht überstanden. Sie ist zersprungen. Gleich neben den Scherben liegt das kleine Segelschiff. Das ist heil geblieben. Ach, keine Angst, das reparieren wir wieder. Dazu brauchen wir nur eine neue Flasche. Eine neue Flasche brauchen sie, das Schiff und das, worauf es schwimmt, die Wellen. Das war ein Stück Papier, gefaltet wie eine Ziehharmonika, das unter dem Schiff in der Flasche war. Ich hol die Wellen! Findus sucht zwischen all dem Flohmarktkrempel danach und dann findet er es. Er hebt das Papier auf, faltet es auseinander und sieht, dass darauf etwas gezeichnet ist. Pettersson, schau! Eine Karte! Karte? Ja, natürlich! Die Schatzkarte! Schatzkarte? Eine Schatzkarte? Bei dem Wort Schatzkarte denken Gustavsson und Hendrik sofort an Truhen voll mit glänzenden Goldmünzen. Sie nehmen sich vor, Pettersson und Findus von nun an nicht mehr aus den Augen zu lassen, denn die werden bestimmt bald nach dem Schatz suchen. Damit wollen der Alte und sein Kater aber noch bis zum späten Abend warten. Sie ahnen nämlich, dass es sich bei dem Schatz um einen Piratenschatz handelt. Und nach so etwas sucht man besser, wenn es dunkel ist. Denn dann ist es nicht nur sicherer, sondern auch viel spannender. Am Abend gehen Pettersson und Findus aber erst einmal zu Bett, um die Piraten zu täuschen. Denn dass die irgendwo lauern, ist ja ganz klar. Und da hört Findus auch schon etwas. Was war das? Ach, das ist wahrscheinlich wieder die alte Eule. Komm jetzt ins Bett, Findus. Es ist nicht die alte Eule. Es ist Gustavsson. Er und Hendrik liegen draußen auf der Lauer und warten darauf, dass der Alte und sein Kater endlich nach dem Schatz suchen. Aber noch ist es nicht so weit. Noch liegen die beiden im Bett. Gut, dass du mich nicht in die Kiste gesteckt hast. Sonst wäre ich nämlich zum Flohmarkt gekarrt und verkauft worden. Ach, Ivo. Aber es war eigentlich gut, dass ich so trottelig war. Sonst hätten wir ja die Schatzkarte nicht gefunden. Die Piraten. Ei, Captain. Die beiden schweigen jetzt und schließen ihre Augen. Wie lange müssen wir so tun, als ob wir schlafen? Nur noch ein kleines bisschen. Und was ist, wenn wir wirklich einschlafen? Pettersson! Pettersson hat tatsächlich geschlafen. Jetzt aber steht er auf und zieht sich an. Er setzt sich aber ausnahmsweise nicht seinen großen braunen Hut auf, sondern einen Piratenhut mit einer großen Feder. Findus bekommt ein Kopftuch und eine Augenklappe. Dann gehen die beiden verwegenen Abenteurer nach draußen auf den Hof. Die Luft ist rein. Jetzt kann unsere Schatzsuche beginnen. Ja, dann mal los. Pettersson trägt eine brennende Fackel und in ihrem Licht studieren sie jetzt erst einmal die Schatzkarte. Ach du liebe Zeit,
Als erstes musst du dich durch eine Festung schleichen, die von gefährlichen Gackerliesen bewacht wird. Ich? Du meinst, ich ganz allein? Ja, wir müssen uns trennen. Nachher treffen wir uns in unserem geheimen Versteck. Während der Alte zu dem geheimen Versteck vorausgeht, dringt Findus in die Festung ein. Dort drinnen ist es so, wie er es erwartet hat. Die gefährlichen Gackerliesen hocken auf ihrer Stange. Ganz leise, auf Pfotenspitzen, schleicht der kleine Kater an ihnen vorbei. Sie schlafen alle. Aber wenn sie aufwachen, dann wird's gefährlich. Er hat es fast schon geschafft. Doch als er die Festung durch einen geheimen Ausgang wieder verlassen will, erwacht die gefährlichste aller Gackerliesen, Prillan, die Anführerin. Sie folgt ihm durch den Ausgang nach draußen. Was machst du da? Gar nichts. Los, geh wieder auf deine Hühnerstange. Dann muss ich die anderen wohl wecken und ihnen sagen, dass du nichts in unserem Stall machst. Und das mitten in der Nacht. Ja, von mir aus. Und so schleicht Pirat Findus jetzt zusammen mit der gefährlichen Gackerliese Prillan zu dem geheimen Versteck, einem Haus hoch in einem Baum. Normalerweise, wenn Findus nicht gerade auf Schatzsuche ist, dann ist das sein Baumhaus. Dort hinein kommt man nur über eine Strickleiter. Aber die ist jetzt nicht da. Patterson, wirf die Leiter runter! Ach, und woher weiß ich, dass du kein Feind bist? Tja, zuerst musst du mir das Passwort sagen. Das Passwort? Das weiß ich nicht mehr. Ohne Passwort keine Leiter. Aber ich bin's doch. Findus! Ja, natürlich, es sieht so aus. Aber du könntest doch ein Pirat sein, der sich als Findus verkleidet hat. Wiedersehen! Oh, aber Patterson! Jetzt fällt's mir ein. Der Plunder des einen ist für den anderen ein Schatz. Schon lässt Patterson die Strickleiter herunter und Findus klettert hinauf zu dem Alten ins Baumhaus. Gut, dass mir das Passwort noch eingefallen ist. Ja, zum Glück. Dreh dich bloß nicht um, Findus. Hä? Da ist eine gefährliche Gackerliese, direkt hinter dir. Gefährliche Gackerliese? Nein, die ist in Ordnung. Sie gehört zu uns. Im flackernden Licht einer Kerze beugen sich die drei nun über die Schatzkarte. Also, der Schatz ist hier vergraben, auf der Piratenseite von der Wiese. Und ihr wisst, was das bedeutet. Mhm. Das bedeutet, wenn sie uns erwischen, können sie behaupten, dass der Schatz ihnen zusteht. Aber was noch schlimmer ist, dann machen sie sich bis zu unserem Lebensende über uns lustig. Die drei Schatzsucher verlassen das geheime Versteck. Patterson holt einen Spaten und dann schleichen sie über die Wiese, bis sie die Grundstücksgrenze erreichen. Dort steht ein mächtiger alter Baum. Zu dem führt Patterson seine Kumpane. Tja, hier ist es. Ich kann mich genau erinnern. Hinter dem Baum hocken Gustafsson und Hendrik. Der Sportler ist übrigens eingeschlafen, mit der Trillerpfeife im Mund. Patterson, Findus und Gackerliese Prillan ahnen nicht, dass sie hier nicht allein sind. Und so beginnt der Alte jetzt zu graben. Stellt euch vor, das war vor über 60 Jahren, als ich diesen Schatz vergraben habe. Das war sicher ein Vogel. Klingt etwas eingerostet, die Eule. Beeilen wir uns lieber. Patterson muss gar nicht mehr lange graben, dann ist der große Moment da. Die Schatzkiste! Findus holt eine Kiste aus der Grube. Sie ist ungefähr so groß wie ein Schuhkarton. Ich hatte sie nur etwas glänzender in Erinnerung. Machst du sie nicht auf, Patterson? Es ist dein Schatz. Nein, mach du sie auf. Du hast das alte Buddelschiff gefunden. Machen wir sie zusammen auf. Nicht so schnell. Gustafsson und Hendrik kommen hinter dem Baum hervor. So, ihr habt also einen Schatz ausgegraben.
In meiner Wiese. Und ihr habt eine Schatzkarte benutzt, die eine Spende für den Sportverein war. Also gehört der Schatz rechtmäßig uns. Oh, Piraten, am besten wir geben auf. Aufgeben? Das kommt nicht in Frage. Genau. Achtung, Vorsicht. Gustavsson nimmt Findus die Kiste einfach weg und gleich darauf reißt Hendrik sie ihm aus den Händen. Gustavsson holt sie sich wieder, öffnet sie und dann sind die beiden Schatzkistenräuber plötzlich sehr enttäuscht. Und dafür habe ich mich die ganze Nacht durchs Gebüsch geschlichen? Ei, ei, ein alter Schatz, den ein kleiner Junge vergraben hat. Das hat man davon, wenn man sich auf jemanden wie Pettersson und seinen Kater einlässt. Und erst recht, wenn wir eine gefährliche Gackerliese dabei haben. Wütend lässt Gustavsson die Kiste fallen und geht gemeinsam mit Hendrik davon. Findus schaut den Alten mit großen Augen an. Dann ist das gar kein Schatz? Doch, natürlich. Für manche schon. Pettersson öffnet die Kiste und lässt seinen kleinen Kater hineinschauen. Es ist doch ein Schatz darin. Ein Zinnsoldat in wunderschöner Uniform. Eine rosafarbene Muschel, eine blaue Feder, eine Sicherheitsnadel und ein goldener Flaschenverschluss. Die Piraten waren aber ganz schön dumm, dass sie den Schatz nicht mitgenommen haben. Das stimmt. Der Plunder des einen ist für den anderen ein Schatz. Wunderbar, so ein Paar, Pettersson und Findus, wohnen tief im Wald in einem kleinen Haus. Und im Stall überall gackern freche Hühner, kommt und teilt die Abenteuer mit den zwei. Denn sie sind stets wohlgelaunt, kommt mit und staunt. Heute wird gerockt. Es war ein herrlicher Sommertag. Pettersson ging in den Garten und wollte dort das schöne Wetter genießen. Zur Entspannung ließ er eine Platte auf dem Grammophon spielen. Die Sonne scheint. Heute werde ich es mir mal richtig gut gehen lassen, ganz allein. Und Findus? Findus spielte vor dem Haus mit den Hennen Fußball. Er selbst stand im Tor. Wir spielen doch nicht Schnabelball. Wir spielen Fußball. Doch der einen Henne war das egal. Mit der Schnabelspitze stieß sie den Ball ins Tor. Das zählt nicht. Wenn ihr so spielt, dann dürft ihr nicht mehr mitspielen. Und mit wem willst du dann Fußball spielen? Mit Pettersson. Der spielt bestimmt mit mir. Da hatte sich Findus allerdings falsche Hoffnungen gemacht. Pettersson wollte nicht spielen. Dazu hatte er überhaupt keine Lust. Nein, ich will jetzt nicht spielen. Ich will ein bisschen entspannen. Entspannen? Doch nicht allein. Du spielst mit mir. Das ist nämlich die allerspannendste Entspannung, die es gibt. Ja, ich weiß. Aber nicht heute. Jetzt sei still, Findus. Hör dir die Musik an. Ich will mir aber nichts anhören. Ich will spielen. In diesem Moment kamen auch die Hennen in den Garten. Was ist mit ihm los? Er entspannt sich. Kommt nichts Gutes dabei raus. Plötzlich verschwand das Sonnenlicht. Und als Pettersson hochsah, erschrak er. Ein Heißluftballon kam vom Himmel und landete direkt in seinem Garten. Was in aller Welt? Hey, wie geht's denn so? Kaum hatte er aufgesetzt, sprang ein Mädchen mit einer Gitarre aus dem Korb. Oho, bin ganz schön durchgerüttelt. Mir ist auch ganz schön schwindlig. Rüttelig und schwindlig. Hey, das Groove!
eigentlich ganz cool hier. Ja, mir gefällt es hier ganz gut. Für unseren Gig ist es perfekt. Gig? Da muss ich mich ja anstrengen. Ich hatte keine Ahnung, dass es hier draußen in der Pampa so coole Kater und heiße Hühner gibt. Wir sind heiße Hühner? Tja, ich heiße Elvira. Bereit für ein bisschen Rock? Das Mädchen zeigte Findus ihre neue Schallplatte, die sie und ihre Band gerade herausgebracht hatten. Was hast du vorhin gesagt? Irgendwas von einem Gig? Ja, ist das nicht irre? Ich und die Band haben es satt, in Rockschuppen aufzutreten. Deshalb spielen wir einfach da, wo mein Ballon landet. Also, ich weiß nicht. Für euch ist es natürlich umsonst. Hauptsache, der Rest vom Publikum zahlt. Ein paar hundert werden wir hier schon reinpferchen können. Oh nein, meine liebe Rockkönigin. Hier trampelt mir kein Publikum durch den Garten, damit das klar ist. Na schön, du hast gewonnen. Nur du, die Hühner und dein Kater. Eine Privatvorstellung. Ja! Gut, aber eigentlich will ich das gar nicht. Da kommt der Rest von der Band. Nachdem Elvira Pettersson die beiden Jungs vorgestellt hatte, bekam sie Hunger und wollte mit den Jungs in die Stadt fahren. Und du willst bestimmt nicht mit in die Stadt fahren, um vor der Vorstellung einen Happen zu essen? Ja, eigentlich wollte ich heute mal ein bisschen ausspannen. Also, sag dir, dass ich auch eine Band habe. Aber das stimmt doch gar nicht, oder? Na klar habe ich eine. Und du auch. Wie bitte? Na ja, der Kater meint, wir haben auch eine Band. Ich werd verrückt. Yeah. Du spielst auch? Du und der Kater? Und die Hen. Und die Hen. Ach, hör doch ab. Juhu, ein cooler Kater, ein alter Mann und ein Haufen heiße Hühner abgefahren. Wir müssen unbedingt zusammen spielen. Toodaloo. Yeah. Yeah. Toodaloo. Findus ging mit Pettersson und den Hennen in den Hühnerstall, um dort die neue Band zu gründen. Als erstes musste ein passender Name her. Die Toodaloos. Was ist das? Die Toodaloos. So nennen wir uns. Die Band. Die Toodaloos. Was für eine Band? Unsere Rockband. Rock? Rock? Zock? Was genau heißt das? Tja, das weiß ich auch nicht genau. Es ist irgendwas mit Musik, aber es ist gut. Hey, ihr könntet ja singen. Oh nein, wenn wir in einer Band sind, dann wollen wir spielen. Was spielen? Tuba natürlich. Nein, doch nicht Tuba. Das ist bestimmt nicht rockig. Pettersson, sag's ihnen. Und welches Instrument spielst du, du schlaumeierischer, cooler Kater, Findus? Ich? Naja, ich spiele... das weiß ich noch nicht. Ich kann eigentlich gar nichts spielen. Ach nein? Dann kannst du auch nicht in der Band sein. Pettersson? Die Flöte. Ja, ich werde die Flöte spielen. Wenn ihr alle so gemein zu mir seid, dann kündige ich. Kündigst? Oh nein, du bist gefeuert. Während Pettersson seine Flöte aus dem Haus holte, übten die Hennen schon mal eine Runde. Und eins und zwei und drei und vier. Doofe Hühner. Doofer Pettersson. Doofe Toodaloos. Findus war total beleidigt. Aber auch wütend auf sich selbst, weil er kein Instrument spielen konnte. Dann ging die Tür auf und Pettersson kam herein. Er hatte einen schicken Anzug an und eine Flöte in der Hand. Jetzt passt mal auf. Und eins und zwei und drei und vier. Pettersson blies in seine Flöte. Aber es kam kein Ton heraus. Stopp! Halt, halt, aufhören! Die Henne zeigte Pettersson, dass er die Flöte verkehrt rumgehalten hatte. Kein Wunder, dass kein Ton herauskam. Bereit? Eins, zwei, drei, vier. Nun spielten sie zusammen. Ja, mit ein bisschen Übung
wird das wohl alles irgendwann auch besser klingen. Bauer Gustavsson stand auf der Weide und hörte die schrägen Töne. Was? Neugierig ging er zum Hühnerstall und öffnete die Tür. Oh, Pettersson? Hm? Gustavsson? Bei so schräger Musik konnte sich Gustavsson das Lachen nicht verkneifen. Nun war auch Pettersson etwas beleidigt. Oder sagen wir mal, er war traurig. Ach, ich hab mir so gewünscht, dass ich Flöte spielen kann. Auch wenn ich's noch nie richtig probiert habe. Vielleicht musst du nur ein bisschen leiser spielen. Oder überhaupt nicht. Nein, nur wenn man es probiert, weiß man doch, ob man es kann oder nicht. Und erzähl Prilla nicht, dass das Wichtigste ist, dass man dabei Spaß hat. Bäh! Aber ich kann trotzdem nicht in der Band sein, wenn ich nicht spielen kann. Hm. Ha, ich weiß was. Zufällig fiel Pettersons Blick auf Gustavsons grasende Kuh, die eine Glocke um ihren Hals trug. Pettersson ging zu Gustavsson auf die Weide, während die Hennen weiterprobten. Hey, Gustavsson! Gustavsson! Hey, Gustavsson! Oh, Pettersson! Könnte ich mir da... Warte! Moment! Gustavsson hatte Ohrstöpsel in den Ohren, die er jetzt herausnahm. Ihm ging die Tubatuterei der Hennen auf die Nerven. Was hast du gesagt? Könnte ich mir deine Kuhglocke leihen? Meine Kuhglocke? Machen dir die Hennen mit ihren Tuben nicht schon genug Krach? Naja, ich meinte für den Kater. Für den Kater? Du verrückter alter Spinner! Klar, nimm sie ruhig. Die Kuh leih ich dir noch dazu. Ja, zumindest klingt es dann ein bisschen nach Musik. Ich hänge mir doch keine Kuhglocke um. Nein, aber zum Spielen. Na schön. Und was für ein Instrument willst du dann spielen? Ich weiß nicht. Irgendwas, das man spielen kann, auch wenn man nicht spielen kann. Ich glaube, so ein Instrument gibt es aber leider nicht. Oh! Doch als Pettersson sein Grammophon auf dem Gartentisch stehen sah, hatte er wieder eine Idee. Nein, warte mal, so ein Instrument gibt es schon. Oder zumindest ab jetzt. Nun spielten alle zusammen. Die Hennen ihre Blasinstrumente und Pettersson schlug im Takt die Kuhglocke. Jetzt kamen auch Elvira und ihre Jungs aus der Stadt zurück. Und als sie das Lied hörten, griffen sie gleich zu ihren Instrumenten und spielten mit. Und Findus? Ja, Findus stand vor dem Grammophon und scratchte. Na also, Findus, siehst du, du kannst doch was spielen. Und siehst du? Spielen ist doch auch entspannt.